Leute, heute ist der gute Octane dran mit einem wichtigen Tipp, den jeder gerade in Ranked eigentlich extrem wichtig beherzigen sollte. Apropos Octane, wer Bock hat auf ein bisschen Apex-Merch von mir, der sollte mal auf YouTube vorbeischauen, in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr einen Link zu meinem Merch-Shop. Der wird über kurz oder lang Stück für Stück erweitert. Es gibt noch ein paar andere Sachen außer Octane. Also wer Bock hat vorbeizugucken, ein bisschen Werbung in eigener Sache, würde ich mich freuen, wenn er da einfach mal reinschaut, vorbeischaut. Und wir fangen jetzt mit einem sehr, sehr wichtigen Octane-Tipp an, den viele überhaupt nicht beherzigen und gerade in Ranked extrem wichtig. Und auf World's Edge sowieso, du springst irgendwo mit dem Jump-Pad hin und hier möchte ich es einfach mal beispielhaft zeigen. Moment, ich glaube, der Sound ist noch ein bisschen zu laut. Wir sind auf einem Dach bei Monument und der Teammate schießt jetzt schon die ganze Zeit auf dieses Jump-Pad, um mir klarzumachen, ey, mach mal das Jump-Pad kaputt. Warum? Es ist mein eigenes. Du solltest es immer zerstören, wenn du weißt, du brauchst es nicht mehr. Weil in dieser Situation könnte es sein, dass hinter uns Gegner kommen. Die pushen uns. Wir kriegen es vielleicht nicht mit, weil da eine Zipline auf diesem Gebäude gespannt ist. Dann gibt es noch eine Zipline im Gebäude selbst. Zwei Varianten, uns richtig frech zu pushen. Das ist eine von vielen wahrscheinlich. Und dann kommen vielleicht zu guter Letzt noch Gegner, die mein eigenes Jump-Pad gegen mich und meine Mates verwenden und uns vielleicht dann so platt machen könnten, ohne dass wir dann irgendwie die anderen Gegner noch irgendwie von uns fernhalten können. Also immer das Jump-Pad selber zerstören. Und das kannst nun mal nur du als Octane und nicht deine Teammates. Ganz, ganz wichtig.